das große Finale, meine Freunde. Wenn dir Conor gefällt, lass mal gerne ein Abo da, lass mal gerne ein Like da. Wenn du The Race magst, einmal die Glocke massieren, dass du keine Rennen mehr verpasst. The Race, das Finale, Folge 10. Wir springen rein. Here we go. Es muchísimo, en serio. Er drückt mir einfach diesen Fubi in die Hand. Muchísimas gracias. Ich fahre jetzt einfach nach Paris. Digga, geiler. Hier ist mein Bus, geht ab nach Frankreich. Ein Grieche lädt mich zum Essen ein. Man, das ist ein Biest. Muchas gracias. Ticket nach Paris secured. Ich habe die nächsten 3 Tage Reisen komplett abgedeckt. Ich bin in Paris. Das ist unglaublich. Ich habe hier jemanden gefunden. Das ist Konrad, der nimmt mich jetzt mit. Wir fahren nach San Sebastian. Oh Gott, der Typ hat mich jetzt 500 Kilometer gefahren. Do you drive to France? Er wollte mich an der Bushaltestelle rauslassen. Jetzt geht's nach Paris. Da kamen noch 2 Deutsche und die haben gesagt so, ja, komm doch hier später noch vorbei auf ein Bier. Richtige, richtig schöne kleine Casa. Ich bin jetzt auf jeden Fall Montpellier gelandet. Erl hilft mir heute. Ich kann im Studentenheim immer auf dem Boden pennen. Digga, da war noch ein Typ und der hat so die ganze Zeit gesagt, da ist jemand, da ist jemand. The Race! Wir sind wirklich bei der letzten Folge. Hi, hi, hi. Ist es schon wieder so weit? Wir haben eine Staffel durchgepumpt. In der letzten Zeit ist das irgendwie crazy, ne? Seven Wars Wild, The Race. Finde ich eine sehr, sehr spannende Sache, ein cooles Format, finde ich. Wir haben gerade so ein bisschen off-recording drüber gesprochen und ich meinte so, ey, der Randomness-Faktor ist da noch ziemlich hoch. Also wenn die Jungs das irgendwie schaffen würden, in den weiteren Staffeln dieser Zufallsfaktor rauszunehmen, was wahrscheinlich irgendwie super schwierig funktionieren wird, fände ich das noch einen Tacken besser. Weil es natürlich immer so abhängig ist, wer davon von den Kandidaten so einen Lucky Punch bekommt. Kurz vor dem Ziel freuen sich alle Teilnehmer. Aber wie Dave beispielsweise. Aber ich finde es dann trotzdem ganz interessant zu sehen, wie halt die unterschiedlichen Kandidaten auf unterschiedlichen Strategien durch die Länder reisen, versuchen da mitgenommen zu werden, beziehungsweise eben sich befördern zu lassen. Ist wirklich eine coole Folge, eine coole Staffel, coole Idee. 10 Folgen, auch mega Respekt nochmal an Dave, dass er so seine Idee, seine Vision umgesetzt hat. Ich finde das eigentlich das Coolste. Guck mal, hier hinten auch so ein schönes Kölnchen. Ist schon cool, auf jeden Fall. Also ich gönn's eben total. Ich würde auf jeden Fall mehr für sehen. Ist das auch eine gute Anzahl der Folgen? Chris, du schreibst es gerade auch in Live-Chat. 10 Folgen, eine gute Menge. Gerade so viel, dass es nicht langweilig wird. Und die Entwicklungen haben es auch nochmal spannend gemacht. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also die erste Staffel fühlt sich nicht zu lang an. Und auch nicht zu kurz. Sondern genau richtig und knackig. Und ja, das finde ich richtig nice. Das finde ich richtig nice. Und es ist halt immer so gesagt, so erstmal was umzusetzen, zu testen, zu gucken, wie sowas ankommt, war ja bei Seven vs. Wild auch nicht anders, ne? Und daraus zu lernen und zu schauen und so, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Und ja, deswegen freut mich für die Jungs einfach, dass sie das Ganze umsetzen könnten und freut mich so, dass die da sich auch so wohlfühlen und happy sind und alles. Also das ist wirklich eine schöne Sache. Und ja, ich bin gespannt, ob es da eine zweite Staffel gibt. Ich weiß nicht, ob da schon was in Planung ist oder ob die Jungs da sagen, oh, wir lassen es erstmal dabei. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das auch wiederholen lässt. Und ich bin gespannt, wer gewinnt. Ich würde sagen, wir steigen ein. Laurenz in Spanien. Als der eine Typ kommt, habe ich so gut geschlafen. 8 Uhr. In 6 Stunden kommt mein Bus nach Lyon und von Lyon nach Dijon. Und mein Ziel wird sein, heute auf der Raststätte jemanden zu finden, der irgendwie bis nach Deutschland fährt. Okay. Ich schlafe hier auf meiner Regenjacke, auf meinem Vlies. Und ich habe das Tarp so komplett ausgelegt, erstmal, dass ich das auspacke. Hier gibt es so eine Küche für die Studenten. Ich hoffe, da gibt es einen Wasserkocher, damit ich heute meine erste Suppe als Frühstück zu mir nehme. Das wäre sehr geil. Boah, hör auf zu gehen. Ey. Immer wenn jemand geht, ich lasse mich immer so leicht anstecken. Jovan triggert mich auf eine ganz andere Art und Weise heute. Guten Morgen. So, ist die ganze
ganze Nacht Leute vorbeigerannt. Also ja. Basically Treppenhaus halt, ne? Die Küche. Was hast du erwartet, mein Freund? Aber irgendwie nicht mehr. Das fuckt natürlich ab. Gestern war so die erste Nacht, wo ich wirklich so dran gedacht habe, okay, es könnte jeden Moment das Handy klingeln, eine SMS kommen mit, ey yo, der Erste ist im Ziel. Aber wir bleiben optimistisch. Ich glaube, ich bin immer noch am weitesten, auch wenn ich mir viel Pause zwischendurch genommen habe. Heute geht's bis Dijon und dann mal gucken, wie weit wir heute Abend kommen. Tag 5, wir sind wieder fresh und ready. Ich wünsche dir eine schöne Heimfahrt nach Valencia. Dankeschön. Danke nochmal für alles. Ciao, ciao. Ich bin jetzt wach. Es ist kurz vor 7. Ich habe jetzt eine Stunde, bis der Bus fährt. Ich laufe da jetzt zügig hin, aber die haben mir gesagt... Danke, Freak, für deinen Follow. Dankeschön. Ach, willkommen im Escort. Was aus dem Kühlschrank nehmen. Ey, diese Musik auch, ne? Ich finde, Laurenz ist echt... Das ist Sieger der Herzen, würde ich sagen. Ich habe vorgeschlagen, als Dankeschön, dass ich hier pennen darf, denen das Uno-Spiel zu schenken, weil ich halt quasi damit irgendwie tauschen kann. Ah! Kühlschrank ist offen. Ich habe auch so ein... Ja. Das ist jetzt das Uno-Spiel. Hier schreibt noch einen kleinen Zettel. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Geste. Ja. Nachdem der Alarm angegangen ist. Good morning, lovely people. In Klammern Raga. Das heißt auf Italienisch sowas wie Leute, Mädchen und Jungs, Leute. Thank you for your trust. It is not normal to invite a stranger into your house. Enjoy your time together and stay adventurous. Best, Lawrence. Zusammen mit dem Uno-Spiel. Ich habe mir jetzt ein Croissant genommen. Deswegen verlasse ich jetzt dieses liebe, liebe Haus Richtung Busbahnhof. Mega cool. Wow. Über 24 Stunden Reisen. Aber dieses Symbol für Paris gibt mir die Hoffnung, jetzt weiter ans Ziel zu kommen. Okay. Er hat Spaß. Ich finde, es ist das Wichtigste, dass man so Spaß daran hat, oder? Dark Master Crow, die SMS, der erste ist im Ziel, finde ich halt unglücklich. Ich finde, man sollte einfach laufen lassen, bis jeder da ist. Das habe ich mir auch gedacht. Da bin ich völlig bei dir. Ich finde es auch komisch. Ich finde... Die sollten es wie bei Seven vs. Wild machen, dass dann jeder einfach erstmal ins Ziel kommen soll und dann erst entschieden werden, weißt du, ich meine, so eine Siegerehrung und guckt, wer als erstes uns noch die Spannung bis zur letzten Sekunde aufrechtzuerhalten. Ah, ich weiß nicht, da waren ein paar, ich bin nicht gerne eine Meckerziege oder so, ne? Aber das mit mit Laurenz hat mich ehrlich gesagt schon so ein bisschen genervt. Dass er das Gefühl hatte, er ist jetzt so der Letzte. War ein bisschen unlucky, die Misskommunikation. Aber er tat mir da einfach so leid. Und wenn jetzt wirklich so eine SMS kommen soll oder so ein Anruf, was machen die Leute? Egal wo sie sind, die entscheuen das ja nicht mehr. Die sind ja dann completely dann im Kopf drin und so. Also ich fände es auch besser, wenn es so eine Art Siegerehrung ganz zum Schluss geben würde und bis dahin einfach mal die Leute ins Ziel kommen lassen sollte. Aber das ist jetzt einfach nur meine Meinung. Ich habe wieder einen unglaublich starken Glauben an mich selber, dass ich das wirklich richtig gut meistern werde, alles. Ich hole das Maximale raus, was für mich möglich ist. Ich freue mich. Ich freue mich gerade sehr. Haha. Meine Beine sind wirklich sehr, sehr müde. Aber wenn du einmal so ein bisschen... Ach so, und falls du auch mal gerne auf den Stream kommen solltest oder vorbeikommen willst, wollte ich sagen. Jeden Tag 13.30 Uhr, außer Samstag, also Montag bis Freitags 30.30 Uhr. Wäre es schön, wenn, was, 30.30 Uhr, die Hitze frisst mein Hirn. 13.30 Uhr, montags bis freitags 13.30 Uhr auf Twitch, jeden Tag. Außer halt ins Wochenende, das ist für mich jeder Tag. Wenn du ein Ziel vor Augen hast, dann ist der Körper echt zu. Weißt du, was ich meine? Wahnsinnssachen in der Lage. Busbahnhof, rechtzeitig, Bahnhof, vor 8 Uhr, erreicht. Entrada. Da ist er schon. Da ist er schon. Malaga. Montpellier steht nicht drauf, aber da geht's jetzt für mich hin. So, ich habe ein Ticket, ich darf hier rein. Ich sitze im Bus.
Ich habe mein Croissant. Geil. Ciao, Malaga. Danke, Malaga. Ich finde es voll befriedigend, wenn man so morgens, wenn ich in Urlaub fahre oder so, mache ich das auch am liebsten morgens. Morgens fliegen, morgens irgendwie so, alles morgens. Das finde ich voll geil. Leute, irgendwann. Die Stadt hat mir viel genommen, viel Energie und Nerven, aber hat mir auch unglaublich viel zurückgegeben. Wie Blizzard, soon. Ja, dass Brian so weit gekommen ist. Ey, Jesse, vielen lieben Dank für deine 2 Subbed Gifts. Vielen, vielen lieben Dank. Muah, Dankeschön. Ey, das ist aber lieb von dir. Danke, danke. Vielen Dank. So, just thank you. Thank you, yeah? Thank you for the money. You help me a lot, and I can go home. Maybe I'm the winner. Thank you, thank you. Thank you. Ich habe so viel Glück. Darf er jetzt doch filmen oder sind das andere? Oh Gott, geil. Ich dachte, er darf nicht filmen. How much is it? 60. What? Aber da war die Mucke, das waren doch die gleichen. Das waren einfach safe die gleichen Boys und er darf ja trotzdem. Okay. Just thank you. Thank Vielleicht sagen wir es gleich. Thank you for the money. You help me a lot, and I can go home. Maybe I'm the winner. Thank you. Das ist normal? Thank you. Ich hoffe nicht, er hat sein BJ-Schild hier hochgehalten aus der letzten Folge. Vielleicht kannst du dich daran erinnern. Ich habe so viel Glück. Oh, oh Gott, geil. How much is it? 60. Thank you. What? Thank you. And this is bus to Cologne? Cologne bus station. Yes. Boah, das ist krass. Digga, was ist hier los? Der Sinan und seine Freunde haben mir einfach... Ey, Sinan ist mega der Ehrenmann, oder? Jetzt mal ohne Witz. Und seine Bros. Das war das erste Auto, wo ich zugestiegen bin. 60 Euro bekommen. Jetzt haben die... Habt ihr erzählt, dass wir dieses Tramp-Rennen machen? Wow. Die wollten nicht im Video sein. Das heißt, sie haben mir nicht das Geld gegeben, um im Video zu sein. Jetzt haben sie mir, ich kann mit dem Bus nach Köln fahren, wenn mein Telefon auf diesem Weg jetzt nicht klingelt, dann habe ich das Scheißteil gewonnen, oder nicht? Das wird doch jetzt keiner mehr vor mir schaffen. Ich hole mir jetzt ein Ticket. Was? Und ich muss so aufpassen, dass mir keiner irgendwas abzieht jetzt, damit es alle Beweise gibt und ich kapiere es nicht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich werde letzter Platz. Das sieht doch jetzt extrem gut aus für mich. Ich bin komplett übermüdet. Oh Gott, das ist heftig. Das ist so ein Lucky Punch für mich gewesen. Ich sag's doch, Pre-Watch die ganze Zeit. Jetzt kommt's wahrscheinlich wieder, Pre-Watch. Ich sag die ganze Zeit, das ist ein Lucky Punch, wenn du jemanden erwischt, der dich so carried. Vor allem sind das die ersten nicht in Frankreich. Ich hab's noch vorher gesagt, wenn ich die jetzt frage, mal schauen, wie die Franzosen drauf sind. Digga, die sind vom anderen Stern. Das waren Inder aus Paris. Die jetzt einfach mal alles auf links gedreht haben. Unglaublich. Ich kann euch nicht vorstellen, wie ich jetzt Bange habe, in Paris ausgeraubt zu werden. Einfach so um die Uhrzeit jetzt hier nachts rumzurennen. Und ich habe das Beweisvideo und ich habe das Geld. Vor 2 Tagen oder vor einem Tag sah alles noch so unglaublich scheiße aus. Der Segen fing an mit Susanna. Oh Gott. Krass. Ich möchte so. Auf der anderen Seite, ich überlege gerade, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass der Randomness-Faktor, ich möchte mich vielleicht, glaube ich, korrigieren. Weil ich glaube, genau das ist ja vielleicht auch das Lustige an der Folge oder beziehungsweise an der Staffel oder an dem Konzept, an der Serie The Race, dass das nicht gebunden ist an Skills, an Expertise. Man kann es sehen, wie man will. Ich bin kein großer Freund von Randomness, aber es kann es natürlich auch sehr, sehr unterhaltsam machen. So gerne ins Sichere mit dem Material. Es ist halt nachts in einer sehr, sehr großen Stadt. Die anderen liegen gerade alle in der Koje und ich latsch zum Grand Finale. Heftig. Sorry, the bus station. Keine Ahnung, warum ich so aufgeregt bin. Keine Ahnung, warum ich so Schiss hab. Ey, imagine, er würde das Ding gewinnen. Es ist einfach, weil es einfach so unglaublich ist. Imagine. Okay, ich hab's geschafft. Hier ist der Eingang. Dann das Ticket kaufen. Das sieht mir ein bisschen fishy aus. Und die SD-Karten bewachen. Das sieht mir ein bisschen fishy aus. Sieht wie so eine Tiefgarage ich würde aus. Ich so gerne schlafen. Aber werde ich nicht machen. Tickets.
Oh, bitte lass den Preis stimmen. Scheiße. Ah. Ja, wobei. Ja, guck mal. Ein Fuffi. Scheiße. Das ist teurer. Was haben sie mir denn gegeben? Okay, ich kann wahrscheinlich erst um 21.30 Uhr fahren. Also in 12 Stunden für 50 Euro. Oh, nein, versuch zu hustlen und versuch Zeit abzuknüpfen, oder? Schade, das wäre so unglaublich. Okay, 21.30 Uhr. Ich hoffe... Nein, noch nicht buchen, noch nicht. Ich krieg das Ticket auch ausgedruckt. Nicht buchen. Ich hätte, wer hätte das gemacht? Ich hätte... Wo ist da ein Drucker? Wo ist da ein Ticket? Ja, muss ja irgendwie kommen. Da unten kommt das Safe raus, oder? Ich weiß es nicht. Ich hätte, glaube ich, jetzt wirklich versucht, wobei in 12 Stunden... Boah, es wäre so ärgerlich. Imagine, es würde jetzt so an einer Stunde oder so hängen. Wisst ihr, was ich meine? Nimm Prime den Flixbus, den er gerade bezahlt. Würde dies zur Disqualifizierung... Nein. Mach nicht den Dave. Wir kennen es ja von Seven Worlds Wild, wenn es heißt, mach nicht den Niklas. Mach nicht den Dave jetzt hier bei The Race. Nein. So, Leute. Ich habe gerade Chips bekommen, geschenkt. Nein, bitte. Aber steht da die Route nicht? Da muss doch die Safety-Route draufstehen, oder? Steht da nur, weil, guck mal, jetzt lass uns mal reden. Paris, Deutschland. Paris, Köln quasi. Weiß er, dass es über Belgien geht? Weil er könnte... Okay, verstehe. Das heißt, der Bus fährt dann so einmal und dann quasi links rum und dann so rechts rein, ne? Wow, crazy. Weil ich dachte, er würde quasi unten Frankreich und dann direkt Deutschland unten südlich an der Grenze vorbei, bei mir da vorbeifahren. Und dann hoch nach Köln. Also das heißt, der fährt dann quasi über Belgien und dann nach rechts so, steht das nicht dabei? Steht das nicht dabei? Das würde ich mich jetzt mal wirklich wundern, ob das dabei steht. Weil wenn nicht, dann muss ich sagen, Leute, dann fände ich das fishy. Es muss aber doch die Route safe draufstehen, über was er fährt, oder? Safe. So, Leute. Ich habe gerade Chips bekommen, geschenkt. Aber ich hätte genauso gedacht, weil bei mir unten in, hier, ne, bei Straßburg und so, südlich, kommst du von Frankreich eben dann auch nach Deutschland hoch und dann, ja, man sieht die Haltestellen bei Details. Okay. Ich dachte mir auch, das kann ja nicht sein, dass das nicht dabei steht. Bekommen. Es ist jetzt 7 Uhr morgens und um 21.30 Uhr. Okay, steht vorm Kauf, steht dabei, wo, okay. Ich fährt mein Bus nach Köln. Warum missachtet es jeder? Also ist das, also die Regeln sind doch klar. Oder meint ihr, das ist so, dass man einfach nach der Zeit einfach froh ist, Brian ist hochgehypt, okay, das ist so ein, boah, krass, aber guck mal, dann umso krasser ist es, dass es vielleicht, ich weiß nicht, ob er das jetzt noch checkt oder so, ne? Die Sache ist nur so, Dave braucht sich nicht zu schämen, weil mir wäre es passiert, dem Brian wäre es vielleicht passiert oder passiert es noch, I don't know. Ich habe das Ticket in der Tasche. Boah, Mann. Oh, ich muss eigentlich schlafen in Paris mit keinem Geld. Krass zu sehen, dass dann halt einfach so der Hype-Faktor wahrscheinlich so eine große Rolle spielt und dein Gehirn einfach komplett ausschaltet und du einfach nicht mehr an die Regeln denkst, ne? Das ist ja crazy. Okay, dann ist ja, was ich gesagt habe, Randomness gar nicht so das Entscheidende, sondern eigentlich das... Oh, Leute. Wir haben es. Das Einzige, was wirklich bei The Race entscheidet, ist hier oben noch seine 5 Murmeln beisammen zu halten und über die Zeit lang einfach stabil im Kopf zu sein. Ich muss jetzt irgendwie so ein bisschen gucken, wo ich hier lande. Aber das ist ja nichts Neues, das war die letzten Tage. Ich meine, klar ist es wichtig, dass du auch wirklich Glück hast. Und klar ist es wichtig, dass du da gecarried wirst, vielleicht von einem Walter oder wie er hieß, ne? Den Dave mitgenommen hat oder jetzt der Sinan, Top G. Aber trotzdem, wenn die Murmeln nicht da oben klar sind, so, das ist so krass. Ich hätte es aber auch Brian gegönnt, den lieben Teddy, aber eigentlich gönne ich es am liebsten Daniel, bin ich ganz ehrlich. Ich sage ja die ganze Zeit so. Oh. Guten Morgen, Freunde. Ich habe jetzt hier Unterschlupf in so einem Ibis-Hotel. Ich darf hier im... Aber wie oft haben wir jetzt darüber diskutiert und gesprochen? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir Spaß haben an dem Format, oder? Ich glaube, das ist doch das Geilste, dass man sich Gedanken macht und überlegt, was wäre besser, was wäre schlechter. Ich glaube, das ist auch das Erfolgs...
Rezept von einem Format, dass Leute darüber diskutieren, dass man Spaß hat, dass man ein bisschen abschalten kann, dass man vom Alltag abschalten kann, dass man sich so ein bisschen da reinhängen kann. Das finde ich geil. Ich glaube, das ist so der einzige Benchmark, solange ein Format ankommt, Spaß macht, man drüber nachdenkt, ist es doch eigentlich ganz gleich, wer gewinnt, oder? Hauptsache, man hat Spaß. Eingangsbereich sitzen, aber nicht schlafen und ich bin richtig müde. Aber es kann noch alles passieren. Zum Beispiel kommt ein Daniel vorbei und sagt, ey Brian Bro, bist du deppert? Bist du deppert? Mach das nicht. Zwei Ländergrenzen. Ich traue es Daniel zu, dass der das auf dem Schirm hat. Oder was lustig wäre, wenn Brian Daniel baiten würde und ihn so verwirren würde. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Bienvenue en Paris, à Paris. Wir werden sehen. Nach 17, 18 Stunden in diesem Busturnier. So, jetzt reicht nur noch dieser eine kleine Kartenausschnitt. Hey, Feldi, mein Freund. Vielen Dank für deinen Raid, Bro. Was geht ab? Welcome Raiders. Was geht ab? Klein Young Feldsalat, du bist mir einer, du Schlingel. Vielen, vielen Dank für deinen Raid, Bro. Ey, wie geht's euch? What up, Feldi? Hi. Oh, Hannes, vielen Dank für deine 5 Sub that gifts, Bro. Dankeschön. Ey, Liebe geht raus. Dankeschön, Feldi. Ey, mir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Welcome, Raiders. Wir gucken gerade The Race, die letzte Folge Nummer 10. Ey, was ist hier los? Danke, Chris. Vielen lieben Dank auch für deine 5 Abos. Ey, dankeschön. Heieiei, ist er da so lieb und freundlich? Ich wäre ja ganz rot hier. Das ist ja unfassbar. Hey, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ihr seid ja freundlich. Was ist denn hier los, ey? Ihr seid freundlich. Hi, vielen lieben Dank. Dankeschön. Dankeschön, Young Feldsalat. Shoutout geht raus. Ich hoffe, dir geht's gut. Uns geht's gut. Wir gucken, wie gesagt, gerade das Finale von The Race. Und es sind gerade dabei. Und, kann es sein, dass du, was hast du geschrieben? Kann es sein, dass ich gebannt worden bin? Ja, ich war gebannt. Kann es sein, dass du letztens gebannt warst von Twitch? Kann sein. Ich küsse dein Herz. Küss zurück. Ja, Fritz Meinecke hat auf einer Matratze gechillt in Twitch. Dachte, es wäre, der wäre nicht mehr am Leben und wäre nicht mehr so frisch. Das war echt crazy. Vor allem ich, das habe ich auch gesagt. Aber egal. Jeder, wie es verdient, ne? Feldi, vielen Dank. Also macht es euch gemütlich. Nehmt euch ein Holy. Ich weiß, Feldi, du hast auch ein Holy immer am Start. Deswegen Holy Bros. Und ich komme auch mal bei dir wieder vorbei, habe ich mir auch. Ich sage das jedes Mal, aber geil. Vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß das wirklich zu appreciaten, zu schätzen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Was habt ihr heute auf dem Chat gemacht oder auf dem Stream? Holy Squad auf jeden Fall. Was habt ihr heute gemacht bei euch? Ging es rund? Habt ihr Spaß? Guck mal hier, ich muss mal hier die Chatbox reinschallern, damit die Leute überhaupt wissen, von wem ich rede. Vielleicht denken die, easy, wir haben alle genug zu tun. Alles gut. Ich weiß gar nicht, ob ihr The Race guckt oder ob du The Race guckst oder so, ob du die Folge-Serie verfolgst oder so. Aber es ist mega spannend irgendwie. Und wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und wir schauen gerade jetzt, wie es ausgeht. Im Moment ist es noch sehr, sehr spannend. Feldi hat uns guten Unterricht geliefert. Bus mit Ohren, das kann ich mir vorstellen. Ey, vielen lieben Dank nochmal. Ich würde sagen, wir gucken einfach weiter. Schnappt euch ein kühles Getränk bei der Hitze. Ich hoffe, ihr seid alle gut hydriert, ja? Bleibt gut hydrated und wir sagen, dann schallen wir weiter ab. Schnitt für die letzte Etappe. This is a little bit awkward, but I forgot my toothpaste. Ey, Feli, ich wünsche dir was auf jeden Fall. Bleib wirklich cool. Draußen sind es irgendwie 12 Zillionen Grad. Deswegen, Dankeschön, Feldsalat. Dankeschön. Viel Spaß auch dir. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke fürs Beischauen. Liebe geht raus. Borrow me some toothpaste. Thank you very much. Und falls du jetzt da draußen denkst, wie, what in holy, von was labern denn die ganze Zeit oder so? Ey, zwei Sachen. Erstens, Dankeschön. Für den geilen Coconut-Shot, lieber Hannes. Zum Zweiten, Holy ist hier wirklich ein geiles Getränk. Ich habe mir gerade noch mal was reingeballert. Hydration gibt es auch als Eistee oder als Energy, wenn du Bock drauf hast, in einem schönen Shaker oder so. Check in den Link in der Description, Energizer oder Energizer 5. Gibt wirklich ein paar Prozente von euch, habe mit Holy geredet und die waren so lieb und uns ein bisschen Geldnachlass hier, ein paar Euronen Nachlass zu geben, wenn ihr Bock drauf habt bei einem heißen Wetter. Stay hydrated eben, das kannst du dir auch einfach mal über den Kopf gießen oder so. Kühlt ein bisschen runter, guckt gerne, support den Channel, wirklich lieb. Liebe
geht raus nochmal. Vielen Dank auch an Holy, meinen Channel-Partner. Ich habe auch gesehen, Young Feldsalat hat auch Holy. Mittlerweile hat auch Julian Bam Holy. Wusstet ihr das? Julian Bam ist mittlerweile auch Holy-Partner. Der Alpha Kevin hat Holy. Kronk hat Holy. Mittlerweile hat jeder Holy. Plus du nicht. Warum? Du bist nicht cool. Du willst cool sein? Gönn dir. Spaß beiseite. Du bist auch cool, wenn du nichts. Aber schmeckt gut, wirklich. Aus drei Welt. Nee. Aber war jetzt ein bisschen zu enthusiastisch, aber du weißt, was ich meine. And now where are you going after? Essen. Essen. Okay. Ey, sorry, ich muss mir die Zeit nehmen für den Chat. Ihr seid wirklich so lieb. Wenigstens streamst du, Sophie. Da ist das Kranksein nicht mehr ganz so nervig. Oh, dann wünscht dir wirklich eine gute Besserung, liebe Sophie. Tut mir leid, dass du krank bist. Sommergrippe oder was? Ich wünsche dir gute Besserung. So, lass nochmal hier reingehen. So, wo sind wir stehen geblieben? Beim Daniel. Okay, guck mal, das ist auch ein... Was ist das für ein Gesicht, ey? Daniel, fühlst du die Etappe? This is a little bit awkward, but I forgot my toothpaste. You know, for this, could you borrow me some toothpaste for me? Das ist auch eine weirde Frage. Kannst du mir Zahnpasta leihen, Bro? Yes, yes, yes. Was? Thank you very much. How's driving? Bus driver. Ah, der kennt den Struggle. And now, where are you going after? Tomorrow, Essen. Essen? Essen. Okay, German. Nice. Thank you. I'm back in 2 minutes. Okay? Thank you very much, man. Wow. Alright. Wow, gebt euch mal die Toilette. Diesmal mega versifft. Guckt, ja, Junge. Junge. Ist vielleicht auch so sieht wahrscheinlich auch eine Toilette im Berghain aus. Auf diese Reise müssen wir unkonventionell sein. Deswegen, ich habe es immer noch nicht geschafft, einen scheiß Zahnbürste zu kaufen. Deswegen machen wir jetzt den hier. What? Ist das die Ghetto-Variante, sich mit dem Finger die Zähne zu bürsten? Thank you very much, my friend. You saved me. Oh Leute, sorry, aber ich muss zu Helfes Berghain, okay. Gestern ist mir was Lustiges passiert, ich war bei der professionellen Zahnreinigung, auch PCR genannt. Und es gibt auch immer dieses kleine Spuckbecken, dieses Spülbecken. Und die Liebe, also diejenige, die mir hat diese PCR durchgeführt hat und mir die Zähne, die hat mir wirklich legit die Fresse poliert. Die hat mir wirklich legit die Fresse poliert, 1:1. Und hat gesagt, ja, spül mal außen so. Also hat gesagt, spülen Sie mal aus, weil ich bin ja schon ein alter Typ und so. Und jetzt nicht getraut, du zu sagen, was ich ein bisschen weird finde, aber egal. Auf jeden Fall habe ich dann so einen Schluck genommen. Und dann imagine, was passiert ist. Das ist ja so ein kleines Becken, ungefähr so hoch. Sieht aus wie mein Teller zu Hause. Ich spuck rein und es war ein bisschen zu fest, kommt auf der anderen Seite alles raus. Ich habe basically in die Zahnarztpraxis gerotzt. Das war mir so peinlich. Und dann habe ich gesagt, oh, Entschuldigung, ich habe ein bisschen gekleckert. Und dann meinte ich so, kein Problem, ich mach's später weg. Das war ein bisschen echt weird, aber so Situation, das hat mich gerade daran erinnert. Thank you very much, my friend. You saved me. Good trip tomorrow to Essen. My hands are wet. Like this. Salut, my man. Bye-bye, ciao. Have a good day. Fuck. Netter Dude. By the way, ich habe hier auch gekleckert, weil es so warm ist, sifft hier alles rum und hier mein Schreibtisch steht unter Wasser. Kennt ihr noch das Meme von früher mit dem Jungen, mit dem Aquarium, mit der Handelstange, mit der langen Handelstange? Mama, Eimer! Und eben, jetzt fühle ich mich immer ein bisschen frischer. Vom Trampen macht das, glaube ich, sehr viel Sinn. Nicht ganz so. Jetzt fragst du wahrscheinlich, warum ich Zeba hier am Schreibtisch habe. Wegen euch. Vergammelt zu sein. Und ansonsten damit herzlich willkommen aus dem dritten Land von unserer Reise. Frankreich. Und zwar Gott sei Dank hat er drittes Land gesagt. Schon ziemlich weit im Norden, in Paris. Ich habe für heute 2 Missionen. Und die erste Mission davon gehen wir direkt mal an. Let's go. Wie ich sehe, sind wir hier am Orchester, so wie das aussieht. Die Richtung ist Norden. Das ist also grob da, wo wir hin müssen. Aber wir begeben uns erstmal auf die Suche nach einer Bäckerei. How are you, my friend? Is good? All good. Okay, weißt du, im Hintergrund sieht man das Ibis Hotel? Da kenn ich einen Song von SSEO, Ibis Hotel, in dem Brian gerade in der Lobby. Oh nein, ernsthaft? Die sind so kurz davon, dass Fans sich kennen. Oh, crazy. Imagine, da hinten ist Brian, ey. Do you know where I can find a bakery? Ich hier. Bye, ciao. Alrighty, hier vorne soll eine Bäckerei sein, denn wir können Paris natürlich nicht verlassen, ohne klischee-typisch ein französisches Croissant getestet zu haben. Ist Croissant der Halbmond nicht türkisch oder so? Solange du den Rechner nicht taufst, ist alles safe. Ich bin Mr. Tastatur, ihr kennt das wahrscheinlich noch nicht, aber es gab mal eine sehr wilde Zeit von mir, da habe ich wirklich, ich glaube, das ist meine, ich weiß es nicht, aber geschätzt die 15. Tastatur oder so, weil ich früher die Angewohnheit hatte,
Sachen in meine Tastatur reinzukippen. Aber ist ein Croissant wegen diesem Halbmond, war das nicht irgendwie was Türkisches oder was in die Richtung und gar nicht Französisches? Das ist wieder so gefährliches Halbwissen. Mal gucken, wie viel ein... Österreich, wegen den Türken. Ah, so war's. Dankeschön. Dankeschön. Guck mal, die Schweizer wissen es wieder. Risker, die Schweizer sind gebildet. Da hast du es wieder hier rausgeholt für die Eidgenossen. Dankeschön. Bonjour. Un croissant ordinaire. S'il vous plaît. Oh, Jesus. Was würdet ihr nehmen? Geht auf meinen Nacken. Was würdet ihr nehmen? Sucht euch aus. So eine Quiche wäre auch geil. Aber habe ich dann jetzt so ein Schokocroissant gesehen? Warte mal. Bonjour. Un croissant ordinaire. Oh, gebt euch, was ist denn das? Würstchen im Schlafrock oder sowas? Quiche, Croissant, oh, nice. Ja, s'il vous plaît. Das passt perfekt, wir haben genau 1,20. Mascarpone kostet 1,20. Merci beaucoup. My friend, wow. Do you want half of it? Oh, guck mal, Alter, was ist so... So ein geiler Typ. Jetzt kommen wir in die Comments, das wäre in Deutschland nicht passiert. Nein, aber ich habe wirklich, ist es so, ich mag Daniel. Daniel ist so, irgendjemand von euch hat es bestimmt. Daniel, fühle dich angesprochen. Na, no? Alright. Was, er mag kein Croissant? Okay. 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 Und damit meine wirklich allerletzten Cent für das Croissant, aber das muss... War trotzdem geil, dass er überhaupt fragt, oder? Das finde ich auch nice. Wird sein. Wird wahrscheinlich mein einziges Essen heute, wenn ich es nicht schaffe, beim Treffen was zu organisieren. Deswegen, guten Appetit. Sehr nice. Schön luftig, nennt man das so? Ja. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Fluffy. Fluffy and round. Geil. So, als nächstes widmen wir uns Part 2 der Mission. Und der ist eigentlich ganz einfach. Raustrampen aus Paris. Das bedeutet, wir sind hier und wir müssen dahin. Und was eine besondere Challenge hier ist, ist einfach, dass Paris fucking groß ist und es da nicht immer so einfach ist, aus der Stadt rauszukommen. Da habe ich aber schon einen Plan. Da gibt es nämlich ein kleines Hidden Gem. Eine kleine Webseite, die ganz gut dafür geeignet ist, das rauszufinden. Okay. Ey, krass. Mann, ich würde so abfallen, wenn die sich treffen würden. Jetzt voll Bock nochmal vorm Finale mit euch einen geilen Tag in Frankreich zu verbringen. Aber ich bin einfach komplett müde. Ey. Ich kann nicht draußen rumrennen. Ich darf hier sitzen, aber nicht schlafen, haben sie gesagt. Und ich muss schlafen. Ich bin so platt. Und ich hatte gestern echt noch, als Sinan mich aufgegabelt hat, da hatte ich echt noch ein bisschen Schiss. Das war so eine ganz komische Situation. Die haben mich einfach nur angeguckt und nicht geantwortet. Und ich dachte schon so, okay, Brian, jetzt wirst du hier abgezogen. Die fahren dich jetzt hier irgendwo hin. Weil es halt so komisch war. Die fahren dich jetzt hier irgendwo hin und nehmen die Sachen weg. Brian ist wirklich fertig, ne? Deswegen hatte ich beim Burger King, wo ich vorhin gefilmt habe, auch nochmal schnell alle... Das ist immer so geil, diese Troll-Musik im Hintergrund. Das ist echt, das ist extrem lustig. SD-Karten gewechselt. Und Bordeaux, die Abfahrt, habe ich dann halt gesagt so, ja, hier geht's runter. Und er so, nee. Kommst mit nach Paris. Einerseits freut man sich dann, dass die Reise noch weiter geht. Und andererseits dachte ich, okay, dann ziehen die mich anscheinend in Paris erst ab. Und dann konnte ich auch nicht pennen und sowas. Und letztendlich hat sich einfach rausgestellt, dass das die besten Atzen der Welt waren. Ich habe mich jetzt gerade nochmal erkundigt, so die Autobahn ist halt, Er tut mir so leid, der Brian. Er tut mir wirklich so leid. Hier. Ich weiß nicht, tut er mir leid? Er sieht halt so fettig aus, ne? Ich hab da immer so Mitleid. 4 Kilometer, glaube ich, von hier entfernt. 4 Kilometer? Und jetzt habe ich überlegt, ob ich da nochmal hingehe und versuche zu trampen. Weil die Strecke wohl... 4 Kilometer... 4 Stunden weg ist. Das schaffe ich aber nicht. Hin und zurück bin ich. Wenn ich da nicht mitgenommen werde. Also ich kann einfach nur noch hier in dieser Hecke bleiben und meine sichere Fahrkarte nutzen. Moin. Ich hab mich doch nochmal rausbewegt. Das ist der Grund. Ja, Kippe. Eine Kippe geschnurrt, ey. Ich kriege jetzt noch ein bisschen frische Luft und dann werde ich da mal in die Richtung gehen, um mich nochmal in die Ecke zu setzen. Ich fühle mich wie so ein Zocker, der ab und zu mal rausgeht. Ja, Mann, das kenne ich. Ich fühle es voll. So Kellerkind. Okay, ich weiß schon 3 Tage nicht raus. Ich muss mal ein bisschen Luft schnappen. Reicht. Um mich nochmal in die Ecke zu setzen. Ich
fühle mich wie so ein Zocker, der ab und zu mal rausgeht. Und dann auch noch streamt. Ja, Mann. Wie Montana Black. Das ist der Lifestyle. Köstlich, schmöchtlich. Das Hunger ist der Lifestyle. Ich so, gehen wir mal noch eine kleine Runde und dann wieder vor meinem Sandwicherie. PC. Okay, Leute. Vom PC. Okay, was gibt's da für Snacks? Ihr kennt mich, ich liebe Gummibärchen. Wo sind die Gummibärchen? Da gibt's nur Schokolade und Chips. Scheiße, ey. Die Frage der Fragen. Was gönne ich mir jetzt mal? Das Krasse ist, er macht sich halt so viele Gedanken jetzt um die Snacks, um Kippen, um hier und da und denkt nicht nach, wohin fährt der Bus. Für alle diejenigen, die jetzt neu eingeschaltet haben oder so, die das noch nicht, ich nochmal ganz kurz Wiederholung. Brian darf nicht über zwei Landesgrenzen in einem Rutsch fahren. Also er darf jetzt, er ist in Paris, also in Frankreich meine ich jetzt grundsätzlich, und er muss nach Deutschland und der Bus fährt halt über Frankreich, Belgien, Deutschland, ne? Also die, von Frankreich zu Belgien eine und Belgien in Deutschland wäre die zweite und das darf er halt nicht. Pringles. Das ist so slap. Das ist wirklich so situationskomisch gerade. Pringles. So, sein Gehirn läuft nur noch mit 3% oder so. Ey. Oh Mann. Wenn ich jetzt nicht als erstes ankomme, dann ist auf jeden Fall Flixbus schuld. Ich freue mich so dermaßen, mir meinen dreckigen Arsch zu waschen. Einmal geduscht. Nein, komm. 21. Noch 9 Stunden. So, und jetzt sind die anderen wahrscheinlich schon... Ey, Wolf oder Kane, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Unterwegs. Voll geil, dass ihr mit mir jetzt alle hier im Twitch-Chat chillt und das Finale von The Race guckt. Das ist wirklich geil. Vielen, vielen Dank. Auch Dankeschön für eure Twitch-Primes. Das ist, by the way, mehr kostenfrei, ja? Ich scheue mich nicht. Ich nehm's. Dankeschön für dein Follow. Liebe geht raus. Dankeschön. Ist echt süß. Nein, danke für euren Support. Ich weiß, es wäre sehr zu schätzen. Macht voll Spaß, mit euch da gerade zu gucken. Haben wir heute Nacht irgendwie gut gepennt. Dankeschön. Und jetzt schauen wir da mal rein, wo die gerade rumhängen. Und ich hoffe, sie sind nicht in Höhe Paris und ich hoffe, keiner ist schneller als ich in Köln. Dave war schneller. Es wird auch nicht alt, den Witz zu bringen. Warum kommt, by the way, immer eigentlich diese... Guck mal, der sieht schon so aus wie der Kollege von vorhin. Was haben wir denn gesagt? Der Kollege von vorhin, der ihm die 50 Euro geschenkt hat, er sieht so ein bisschen ähnlich, oder? Die Situation, auch auf einer Parkbank, auch auf so einer Bench. Wenn ich nach Belgien fahren würde, würde ich safe ein paar Pommes essen. Sowas von, ein paar Pommes snacken vorher noch. Was ich gemeint habe, warum kommt bei Daniel irgendwie so diese 70er Jahre Pornomucke? Ja. Wow! Oder? Immer wenn Daniel kommt, kommt die Mucke da rein. Excuse me, hi. Can I disturb you for one second? Do you speak English? Yeah. Perfect. I would like to ask you if you can maybe give me some information. I want to check on Google Maps. Alright. Thank you very much, my friend. You helped me out a lot. Wir haben jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viele neue Infos. Und zwar... Das tust du nicht. Was? Warte mal, das sind doch auch zwei Ländergrenzen. Oder raff ich da was? Nein, das ist doch Belgien hier. 1-2. Disqualifiziert. Imagine, jede würde... Okay, bitte nicht spoilern. Ganz, ganz, ganz wichtig. Bitte nicht spoilern. Imagine, jeder wird disqualifiziert, außer Laurenz. Und Laurenz kommt als Letzter rein. Aber es ist der Einzige, der nicht disqualifiziert war, weil er keine zwei Ländergrenzen auf einmal nimmt. Wissen wir, dass die A1, die Autobahn, die direkt nach Belgien geht, die kürzeste Strecke ist. 5 Stunden 30 nein, oder so. Nein. Bitte nicht. Irgendwie alle 6,5. Und vor allem das Gute ist, dass ich gesehen habe, dass man nur einmal nach Belgien rein muss und dann direkt nach Deutschland kommt. Das heißt, man überschreitet nur zwei Ländergrenzen. Das heißt, ich muss nur einmal meinen Ride wechseln. Ansonsten... Was heißt nur zwei? Bei zwei ist man draußen. Starte ich am besten. Und da hat mir jetzt HitchWiki geholfen, das ist quasi so ein Wikipedia für... Okay, Moment, ich raff's gerade. Hab ich jetzt einen Fehler oder was? Ich dachte, man darf nicht über zwei Ländergrenzen gleichzeitig. Deswegen ist ja Dave disqualifiziert worden. Und er sagt jetzt, das sind zum Glück nur zwei und nicht drei. Tremper, dort stehen immer so die besten Spots, wo man aus der Stadt raustremmen kann. Und das ist Porte de la Chapelle. Und da fahren wir jetzt einfach mal mit der Metro hin.
Er meinte, er wechselt den Ride. Ah, okay, okay, cool. Danke, 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 danke. Okay, okay. Einmal den Ride wechseln. Okay, danke schön für die. Okay, Chat, danke schön, danke schön. Ihr seht ADS live in Action. Er meinte, er muss nur einmal den Ride wechseln. Okay, okay. Nee, das hat nichts mit Zuhören zu tun. Das ist, ich weiß auch nicht, warum das ist. Das ist mein ganzes Leben lang so. Solche Sachen, das ist wirklich. Ihr lacht jetzt und sagt, ja, Bro, das ist nur eine Ausrede. Aber das ist wirklich Story of my life. Ich weiß nicht, warum. Das wird einfach hier rausgefiltert. Ich weiß nicht, warum. Das ist wirklich so. Starte ich am besten. Und da hat mir jetzt aber deswegen habe ich ja euch. Dankeschön, wirklich. Hitchwiki geholfen. Das ist quasi so ein Wikipedia für Tramper. Dort stehen immer so die besten Spots, wo man aus der Stadt raustrampen kann. Und das ist Porte de la Chapelle. Und da fahren wir jetzt einfach mal mit der Metro hin. Excuse me, sir, do you speak English? Yes, I do. Perfect. Right now I'm hitchhiking out of the city. So I'm going to Porte de la Chapelle. That starts the, you know where it is? Why do you go there? Because, why are you laughing? Is it a bad place? Or? Yeah? It's one of the worst places in Paris to go. Really? Ooh. Yeah, it's kind of sketchy. Like at this time it's fine, but don't go. No, the thing is, I need to go there because the autopista starts there, you know? The only problem is I need €2.15 to go there. Could you maybe help me out to get that? That would be super, super kind. Like, because we are doing this race without any money. Thank you very much and have a good day. Bye bye. Ciao, ciao. Perfekt. Okay. Das war easy. Ich will heute Leute ansprechen. Das ist mir eine Lehre gewesen. Da die ganze Zeit an der Straße zu stehen, ist echt nicht so erfolgsversprechend. Also, jetzt erstmal M14 nach Madeleine. Vamos. Ausgerechnet heute gibt es natürlich hier irgendeinen Schaden bei der Metro oder keine Ahnung. Darauf habe ich gar keinen Bock, aber mir wurde direkt geholfen. Sind voll nett hier bis jetzt alle. Alright, Freunde. Schauen wir mal, was die sketchyste Area Paris zu bieten hat. This way. This way. Ah, der Polizist hat eben gesagt, wir müssen da runter, weil hier sieht es nach einem Kreisel aus und hier sieht es nach einer Autobahn aus. Hier geht's nach Lille, A1, das ist unsere Autobahn, da müssen wir hin. Die geht wahrscheinlich hier runter. Das Problem ist, die Autos kommen von hier relativ schnell hier angefahren. Und es sieht mega komisch aus. Das ist ja einfach, da kann ja keiner anhalten. Das ist nicht so easy zu halten. Nein, gar nicht. Da kann ja keiner anhalten. Was soll er machen? Ich würde da, das ist, glaube ich, der schlechteste Spot, um hier zu trampen. Beziehungsweise es gibt halt diesen kleinen Baustellenabschnitt hier, da könnten sie halten. Eigentlich wollte ich Leute ansprechen. Ich probiere es jetzt ganz kurz mal, weil ich noch nicht einschätzen kann, wie gut man in Frankreich trampen kann. Vielleicht geht es ja sehr easy. Dann probieren wir es jetzt einfach mal. Wenn nicht, gehen wir direkt zur Tanke. I don't know if it's working for you. Ich werde es mal in dem Kreisel da vorne probieren. Ja. Da ist eine Ampel. Und dort kann ich vielleicht einfach die Autos direkt ansprechen, die alle hier durchballern. Can you maybe take me? Which direction are you going? No? Okay, thank you. Hi. Nice to meet you. My name is Daniel. I'm trying to hitchhike. Hi. Ooh. My name is Daniel. I'm trying to hitchhike to the north. Where are you going? Hi. Nice to meet you. My name is Daniel. Can you maybe take me? A1 Highway. Are you going into the A1 Highway? Das Problem ist, hier jemanden einfach mitzunehmen über Ländergrenzen, auch wenn es so ist, halt auch ein bisschen sketchy. Can you maybe please take me? Direction Lille. Ciao, ciao. Thank you. Ah. Also die Leute sind alle krass nett. Sie sind viel offener dafür, habe ich das Gefühl, als in Spanien. Sie wünschen mir alle auch viel Glück und so, aber die meisten gehen leider in eine andere Richtung. Ja, ich warte mal kurz jetzt. Okay, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Jovan kommt rein und die Mucke. Welcome to France. Einfach in Frankreich jetzt. Wir fahren jetzt erstmal in die City und dann gucken wir weiter. Wir haben auf jeden Fall heute einen Termin. Das ist der Bus um 14 Uhr. The race jetzt in Montpellier. Ist aber auch eine schöne Stadt. Hier ist ein Supermarkt. Wir checken jetzt mal die Preise ab. 1,25 € Baguette. 1,25 €, 1,90 €. Wir haben Frischkäse, wir haben ein komplettes Baguette. Healthy. Und noch ein Apfel. Einfach ein Baguette mit Frischkäse. Jawohl. Ah, wenn du so ein bisschen Obst ist so dabei oder so. Diese Bank. Oh mein Gott. So, if you need a place to stay, we are in Lyon. Yeah, really? Yeah. So, if you want. Was hat er in der Hand? Ist das so eine Gartenschere, oder? Thank you so much. You're welcome. Merci beaucoup, monsieur.
bester Mann. Ich muss nicht mal jemanden ansprechen und die, der sagt direkt ja. Warum kommen die Leute auf ihn zu? Wenn du in Lyon bist, kannst du bei mir schlafen. Was? Ey, er hat... So geil dann bei Dead Apple. Ich glaube, er hat einfach so die Aura. Was ist da los? So scharf liegt dieser Apfel. Postkarte kaufen. Postkarte schreiben. Postkarte nach Deutschland zu meiner Freundin schicken. Oh mein Gott. Die schickigste Postkarte haben wir gefunden. Probieren wir nur mal auf den Dach zu gehen. Und dann dort die Postkarte zu schreiben. Er will immer auf die Dächer, ne? Er hat das so einen Zwang mit den Dächern. C'est Airbnb ici? Airbnb, ja. Okay. Thank you, sir. Was? Oh, das ist ein Fuchs. Das ist ein Trick. Ist hier ein Airbnb der Nächste, der mich das fragt? Ich meine, ich wohne jetzt nicht in so einem Mehrfamilienhaus, aber das ist ja mal, das ist crazy. Oh, Entschuldigung, ist ja ein Airbnb? Nee, okay, danke, dann muss ich halt wieder weg. Er wartet, bis er dann wieder reingeht. Zack, nach oben. Aber wie kommt man sonst auf ein Dach? Ich Ernsthaft? Ernsthaft? Wer würde sowas machen? Okay, die Dächer sind nicht so accessible aus. Nee. So. Fuck, mein Fuß. Dümmste Idee ever, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das tut mir auch irgendwo leid, ne? Aber... Oh, fuck, mein Fuß. Ich habe also 15 Kilo. Es hätte auch wirklich anders ausgehen können. Stell dir mal vor, der fällt da runter und zack und dann ist aus. Das war's mit der Race. Auf mein Rücken und diese Dinger sind so... Sag mal so, kalter Auszug. Oh mein Gott. Das wäre so ein perfekter Abschluss, auf dem Dach zu landen, auf das man drauf kann. Aber mit diesem Gepäck und den Dächern, die hier sind... Kannst halt auch nirgendwo langlaufen oder langklettern. Naja, das ist trotzdem mega schön hier. Ich habe aber mega Respekt vor ihm, weil wer das nicht gesehen hat, ganz am Anfang bei der Kandidatenvorstellung, da hat man ihn gesehen. Ich habe gesagt, bei Jovan, der macht so hier Dune nach, ne? Falls ihr die Dune gesehen habt, mit dem Wüstenwurm, mit dem Sandwurm reiten und so, legit, hat er das einfach, macht er das mit Zügen. Einfach so Züge durch die Wüste. Ja, Assassin's Creed, das ist krass, Alter. Also, man kann sagen, was man will, das ist schon crazy. Da muss man schon wirklich Balls haben, um das zu machen. Wirklich Balls. Auf so einen fahrenden Zug durch die Wüste einfach on top zu hocken. Na gut. Das ist nur mal zu wild für mich. Dann chillen wir uns im Park, schreiben die Postkarte und schauen rein. Das ist krass. So, während ich hier gerade in Montpellier langschlende, was machen die anderen Jungs gerade? Wow. Okay, bitte Brian, bitte Max. Bitte. So, ich habe jetzt überlegt, ich drehe nochmal eine kleine Runde. Ich habe jetzt ein bisschen geschlafen. Okay. Kennt ihr das, wenn man schläft? Also, da bin ich wieder aufgewacht, dann hat die Frau mich angeguckt und dann habe ich so getan, als ob ich gerade gar nicht geschlafen hätte. Wie so ein Kind, das... Nee, ich habe nicht geschlafen. So war das jetzt eine ganze Weile hin und her. Aber ich fühle mich wieder ein bisschen fit. Ich habe zwar eigentlich gerade ganz andere Probleme, aber ich frage mich, wie sie hier den Rasen mähen. Oh, was ist das denn hier? Das sind die... Wow. Die Lustgrotten. Guck mal, so hätte ich ausgesehen, wenn ich die Zahnbürste im Hostel nicht gefunden hätte. Das war richtig Glück. Mit der Pappe kannst du einmal um die Welt reisen. Es wird really hart, aber es ist möglich mit dem Moped, Alter. Ich glaube, das Wetter war nicht nur in Spanien richtig wild. Ich glaube, hier war es auch extrem stürmisch. Oh, ich finde, ich würde... Brian hatte immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Das mag ich so an ihm. Er ist so, weißt du, das habe ich gemeint, er ist so knuffig. Ich habe die ganze Zeit Schiss, dass irgendwer jetzt gerade so an Paris vorbeigeht und die Zuschauer denken sich, fuck, wäre der Dulli weitergekommen, wenn ich jetzt hier verliere, weil ich Pringles esse und mir Pappen angucke. Das wäre schon ärgerlich. Deswegen nicht, aber check nochmal die Grenze, Brian. So, ich bin mal hier kurz einmal ein bisschen vorgelaufen. Was so? Je m'appelle Ariel, je fais une stop. Can you take me just to the A1? Oui?
you're going to leave. Can you take me? Thank you very much. This helps me so much. I was waiting for 1 hour. Wild Glück. Nice. Geil. Alright, Freunde. Wir wurden jetzt mitgenommen von Vikram. Er fährt nach Lille. Er arbeitet für ein Transportunternehmen, was Messer liefert und bringt die jetzt nach Lille. Vorher nimmt er mich mit, noch bis kurz bevor die A2, die andere Autobahn, auf die ich muss, anfängt. Dort droppt er mich einfach raus an der Autobahnraststätte. Und ich hoffe, dass ich dort dann gut und schnell einen Ride finde auf die Mega. A2 Richtung Westen. Das wäre sehr geil. Und er meinte, er hat mich mitgenommen, weil er selbst ein bisschen müde ist und so jemanden zum Quatschen hat. Also trifft sich doch gut, passt doch perfekt. Mega. That's good. I will find a lift here. That's perfect. What is ich bin? I am. Je suis. Ich bin Vikram. I love you. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Exakt. Thank you very much. You helped me out so much. Bon voyage, Vikram. Ciao, ciao. Mega, mega cooler Typ. Ich finde es, wie gesagt, das finde ich immer so schön, wenn man auf Leute trifft, die dann so nett sind und so. Das ist richtig cool. Brian, auf jeden Fall der sympathischste Teilnehmer, so ein tollpatschiger Lerber, lieber Klassenclown, Chris, ja. Ich finde Brian auch wirklich so ein, ist wirklich so der Dulli von nebenan, der aber so herzenslieb ist irgendwie und so, wie gesagt, so knuffig einfach. Aber dann, ja, Brian scheint wirklich Spaß zu machen, so, oder Spaß zu machen, mit Brian abzuhängen. Perfekt. Perfekt. Wir sind jetzt hier in der Autobahnraststätte und hier finde ich hoffentlich meinen nächsten Ride. Wir müssen jetzt hier weiter und dann die A2 hier hoch nach Mont nehmen. Das sollte sich doch erfinden lassen, hier hoffentlich. I wanted to ask if you maybe have a free seat if you're going. Okay, jetzt ist schon safe. Also, so wie ich das verstanden habe, darf nicht das gleiche Fahrzeug oder das gleiche Gefährt benutzen und damit zwei Ländergrenzen überqueren. Das wäre hier safe. The direction. Sorry, we are fully booked. Je fais du stop. Comment? Mais j'ai pas le droit de vous prendre. C'est une voiture de société, j'ai pas le droit de vous prendre. Was ist A2? Non. Okay. Désolé. Sorry, it's gonna be hard for me because I've got the dog. Yeah, don't sorry, worry. I'm sorry. No, it's okay. Good. Bye good, bye. Good travel. 2 minutes stop. Okay. Easy. Yeah, easy. Don't worry. Oh mein Gott. Das war jetzt, glaube ich, das 10. Auto, was ich angesprochen habe. Nicht mal. Es ist perfekt. Ich habe nur das belgische Kennzeichen gesehen, das erste belgische, und bin direkt hin. Ich glaube, es hat leider nicht aufgenommen, wie ich sie angesprochen habe. Aber ja, sie kann mich mitnehmen nach Liège. Das ist genau auf der Route, die ich wollte. Ja, es ist absolut perfekt. Es passt genau perfekt. Alter. Krass. Perfekt. Mega. Wir sind gerade hier. Und Liège ist einmal bis hier. Genau kurz vor Aachen. Das ist absolut perfekt. Es gibt nur eine Landesgrenze, gehen Liège raus. Okay, ihr merkt's, geil. Also nicht, dass jetzt das schlecht wäre, aber er merkt es auf jeden Fall mit den Grenzen, er hat's gecheckt. Wir gehen dann von Liège nach Deutschland, Tor. Das ist auch geil, das ist nicht so, und das hat er vorhin schon gesagt, ich weiß, aber es ist kein accidentally, kein guter Move, sondern er hat's auf dem Schirm. Er hat's auf jeden Fall auf dem Schirm. What is your name, by the way? Carlin. Daniel, nice to meet you, Carlin. Spreche auch gut Deutsch. Ah, ja, dann ist ja wahr. Das ist ja absolut perfekt. Ach, by the way. Ich spreche Deutsch. Das ist wirklich also der Wahnsinn. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ja. Top, mega. Bon appétit. Bon appétit. Man kriegt sogar noch Essen. Hey, by the way, was ist das für ein Fahrzeug? Das sieht mal wild aus. Das ist aber wirklich doch safe kein Benz, oder? Jetzt mal wirklich. Jetzt wollen wir mal unironische Art und Weise fragen, was ist das für ein Fahrzeug? Das ist doch kein Benz. Infosprechstörung? I don't know. Is this the first time you pick up a hitchhiker? No, I guess always no. Pick up. Ich habe gedacht, sie kann Deutsch? Yeah, always yeah. Pick up hitchhikers. That's super nice. Have you done? Ich habe gedacht, sie kann Deutsch? Was ist denn hier los? But you don't see many anymore. I like it. Yeah, yeah. My husband and I, we are both artists. Moment. Deutschland, Tor. What is your name, by the way? Carlin. Daniel, nice to meet you, Carlin. Spreche auch gut Deutsch. Sie spricht auch gut Deutsch. Ja, dann ist ja Wahnsinn. Das ist ja absolut perfekt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ja. Top, mega. Bon appétit. Ah, gut, ich glaube, sie ist Französin, spricht aber Deutsch, aber vielleicht stellen. Okay, mich hat es nur gerade verwirrt, weil ich dachte, sie spricht gut Deutsch. Warum soll sie auf Englisch? Are you Infosprechstörung? I don't know. Is this the first time you pick up a hitchhiker? No. I guess not.
Sieht aus wie irgendwie so ein Mazda oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay, aber safe kein Benz. Hier, das ist safe, oder? Ein Volvo ist es. Ein Volvo ist es. Nee, ist kein Tesla. Ist ein Volvo, glaube ich. Safe ist es ein Volvo. Ihr seht es nicht, weil meine Cam. Aber okay, warte, wo ist meine Cam? Wo ist meine Cam? Mich interessiert das jetzt wirklich sehr. Deswegen, ich zeige euch hier. Guck mal. Denkt ihr nicht auch, dass es ein Volvo ist? Sieht aus wie ein Volvo, oder? Könnte ein Volvo sein. Hier, dieses. Sieht aus wie ein Volvo. Aber kann natürlich auch was anderes sein. I don't know. Ich weiß auch nicht, warum mich das immer so interessiert, aber... Yeah, always stick and pick up hitchhikers. That's super nice. Have you done it but before? But you don't see many anymore. I like it. Yeah, yeah. My husband and I, we are both artists. It sounds so funny when I say I do ceramics. I'm not a ceramicist. I work with clay. Okay. I have no training whatsoever. Saying that, you know, I have 3 Parisian galleries I work with. Ich habe 3 Galerien in Paris, mit denen ich zusammenarbeite. Ach so. One in Berlin, one in London, one in Tisbury, one in Brussels, one in Amsterdam. It's weird if I tell about it. Maybe I can put you in. Sie will basically einen flexen, aber sie hat, okay. Amsterdam, it's weird. Künstler. Maybe I can put you at a gas station quite close to us. There's a rule in our race that we can't cross 2 country borders in 1 car. So er hat's gecheckt. Oh, geil. Ich freue mich dann immer so dafür, wenn solche Sachen dann nicht passieren. Daniel hat's gecheckt. Either way, a gas station after Liège or before Liège. Whatever makes more sense. Wow. Thank you very, 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 very much for this ride. This was the perfect ride I could have ever gotten. You're welcome. Also for the croissant. Yes. Thank you very much. I wish you good luck with your galleries and everything. And you, I wish you good luck with the next part of the trip. Bye-bye. Okay. Ciao. Have a good trip. Make the next... Ich dachte eben, hier wäre so ein Atomkraft. Nein, danke, Aufkleber hier unten. Bye, bye. Ciao. Ja, Volvo. Es ist doch safe kein Benz, Leute. Glück gehabt. Have a good trip. Glück gehabt. Back home. Wir sind in Liège, in Lüttich oder in der Nähe, kurz vor Aachen, kurz vor der deutschen Grenze. Das ist crazy. Guten Tag, Sie sind deutsch, habe ich gesehen im Kennzeichen. Hallo, jetzt ist gerade die allerletzte Etappe kurz vor Köln. Deswegen wollte ich fragen, ob Sie eventuell in die Richtung fahren und mich eventuell mitnehmen können, vielleicht ein Stück. Voll, aber wir fahren aber ehrlich gesagt auch nicht nach Köln. But I drive with a truck and it's not allowed by our company. So, and right now I'm on a hitchhiking trip from Morocco to Germany, Cologne. And this is would be the last bit. We can't help you because we are full. Okay, thank you. Wir sind voll. Ist immer schlecht, wenn man voll ist. Ich finde Daniel so, ich würde es ihm so gönnen. Alter, bitte, ich würde es ihm so gönnen. Daniel ist einfach so ein sympathischer Dude. Yeah. I cannot take you. No. Okay. Have we talked before? No. Yeah. Have we talked before, sorry. Yeah, sorry now. Sorry about that, not passing by. Also, scheint doch nicht so einfach zu sein hier irgendwie. Ist jetzt nur Absagen bekommen. Ja, Alter, ist so eine Scheiße. Das Ding ist, ich überlege, ob es Sinn macht, einen Ride noch zu nehmen, der nicht direkt nach Köln geht. Ich glaube aber nicht, weil dann wartet man wieder da so lange. Ich glaube, ich muss hier direkt auf eine Fahrt zumindest an den Rand von Köln oder so, halt so, dass ich irgendwie selbst weiterkomme. Also nicht wirklich der allerletzte Ride macht so schwer. Scheiße. Schon gefühlt 2 Stündchen am Warten. Boah, guck mal, er ist wirklich kurz vor knapp. Wie krass wäre es? Also ich meine... Wir haben ja noch ein bisschen 20 Minuten hier Content, ne? Aber wie crazy wäre es, wenn jetzt der gute Laurenz aufholen würde. Aber das wäre ja absurd. Das wäre ja komplett absurd, wenn er das aufholen würde. Es macht einfach so Spaß, so drüber nachzudenken, was wäre, wenn. Erster Stopp. So diese Mindgames zu spielen. Boah, das wäre krass. Stopp Nummer 2. 18.30 Uhr muss ich umsteigen. Ich habe dann so 40 Minuten Umsteigezeit. Do you mind if I could check one train connection? It would be super, super helpful. Raststätte Nummer 3. Ich habe gerade hier nochmal
Sitzpartner ganz lieb darum gebeten, mal das Internet zu benutzen und habe ein bisschen Recherche betrieben. Es gibt einen Bus am 3. April, das ist morgen Abend. Um 22 Uhr fährt er los und kommt um 3.55 Uhr am Kölner Flughafen an. Nein. Das Ganze kostet ungefähr 50 Euro. Nein. Ich versuche, dass ich um 22 Uhr am 3. April abends noch den Flick... Laurens plant die Fahrt nach Paris, da er in Folge 9 ein Zugticket von Marseille nach Paris gekauft hat und somit schon sicher dorthin kommt. ...Bus nach Köln Flughafen nehmen kann. Und von da aus ist es ja nicht mehr weit ins Stadtzentrum. Notfalls benutze ich die Revolut-Karte. Okay, warte. Sorry, ich muss mich jetzt konzentrieren. Wir sind schon ein bisschen... Ich habe heute schon die ein oder andere Stunde Content recorded, deswegen muss ich mich wirklich noch mal ganz kurz konzentrieren. Okay, Paris. Ein Bus. Am 3. April, das ist morgen Abend. Um 22 Uhr fährt er los. Okay, das wären zwei Grenzen. Und kommt um 3.55 Uhr am Kölner Flughafen an. Das Ganze kostet ungefähr 50 Euro. Ich versuche, dass ich um 22 Uhr am 3. April abends noch den Flixbus nach Köln Flughafen nehmen kann. Und von da aus ist es ja nicht mehr weit ins Stadtzentrum. Notfalls benutze ich die Revolut-Karte, um mir wirklich dieses Flixbus-Ticket leisten zu können. Diese Challenge bin ich wirklich so angegangen, nicht trampen. Es wird sich zeigen, ob meine Taktik sich gelohnt hat. Es ist alles so spannend. Es ist wirklich so spannend. Also hier ist die große Umsteigestation. Es gibt auch Busse, die direkt von hier aus nach Düsseldorf, nach Köln fahren. Hier ist so ein Chaos, dass ich mir kurz überlegt habe, vielleicht einfach in einem lauter Chaos irgendwie meinen Rucksack in den falschen Bus zu tun. Ich glaube aber, das werden die direkt bemerken, weil hier ist schon sehr stark kontrolliert. Jede Hilfe ist herzlich annehmbar. Ey, das ist sehr, 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 sehr lieb. Erste 20. Wow. Gisela just supported me. Oh, fantastic. She's the best. And he invited me to a beer. This is how you travel. Das Handy, Chris? Eigentlich müssten sie dieses Handy als Merch rausbringen. The Race Branding. Das wär funny. Das wäre auch ein bisschen makaber, oder? Weil doch eher so ältere Persönlichkeiten oder Menschen das Handy vielleicht kaufen könnten. The Race wäre als erster... Irgendwie ist es funny, weil manchmal wünscht mir wirklich ein Handy, also... Erstens mal wünsche ich mir jetzt ein neues Smartphone, weil es meins hat die Spider-App und so und hier und da. Aber danach wäre wirklich ganz, ganz interessant oder so, wirklich so ein Handy zu haben, mal ohne die ganzen Funktionen oder so, ohne Chats, ohne alles, ohne WhatsApp und so. Das fände ich ehrlich gesagt ganz nice. Thank you so much, man. That's a huge step. So now I can straight go to the bus. Thank you so much. Seriously. Thank you so much. Oh, yeah. Man. It's been a really, really great journey with you, my friend. Cheers. Cheers, my friend. Ich trinke noch ein Bierchen mit dem. Cheers, my good help. Yes. Ah, ja. Let's get out of here. Yeah, you get on your bus, I get on mine. Let's do it like this. Safe travels. Thank you so much. Thank you so much for everything. Was great. Bye bye. Cheers. Einfach nur wie die Leute hier entspannt ein bisschen geschnackt und hier haben wir. Das ist so geil. Laurens hat jetzt wirklich Glück noch. Auf die letzten paar Meter unlockt er wirklich so die Friendliness von den Leuten. Die Leute trinken noch ein Bierchen mit ihm. Komm, kriegst dir noch ein Zwanni zugesteckt. Gisela, voll geil. Beide jeweils ein Zwanni gegeben. Die nette Dame aus Düsseldorf und der Engländer, der in Frankreich lebt. Ich bin auf jeden Fall jetzt um 40 Euro bereichert worden und bin so kurz schon vor meinem Busticket von Paris nachts nach Köln. Es ist heute Tag 5. Mega. Und es läuft so glatt. Es läuft so krass glatt. Das ist so geil, ey. Das ist richtig nice. Oh. La Poste. Man darf ja keinen Kontakt haben zu irgendjemandem. Aber ich bin in Montpellier. Ich bin spätestens übermorgen in Deutschland. Ich denke nicht, dass diese Postkarte heute Abend in Deutschland ist. Nicht, dass ich disqualifiziert werde, weil ich... Was würde ihr deswegen jetzt disqualifiziert? Nie im Leben, oder? Hä? Diese Postkarte heute Abend in Deutschland ist. Nicht, dass ich disqualifiziert werde, weil ich eine Postkarte schicke. Okay. Merci beaucoup.
Oh, wow. Schweizer getroffen. Haben wir nochmal so 3,50 Euro gegeben. Nice. Ey, ich kann es nicht begreifen. Ich stehe hier an dieser Busstation und dieser fucking Bus fährt nach Cologne Bonn Airport. Ach du Kacke. Okay, der Bus kam aber von Köln. Ich dachte gerade, wenn der jetzt nach Köln fährt, ich sneak mich da rein. Da ist der Bus, der mich bringt. Aber yes, sir, wir sind on the bus. Wir verlassen jetzt Montpellier im Bus und schrubben ein paar Kilometer. Wow, ey, es bleibt wirklich so spannend. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer hier den Fuß vorne hat, um so zu sagen. Das ist so crazy. Ich dachte wirklich nicht, dass es nochmal so spannend wird. Ich hätte gedacht, okay, es zeichnet sich da im Laufe von The Race wirklich ab, wer der Klassieger wird. Und deswegen, ich war vielleicht ein bisschen zu voreilig im Intro, als ich gesagt habe, oh, weiß nicht, wenn noch ein bisschen Randomness da drin wäre. Also, ne, andersrum, weniger Randomness, mehr Planbarkeit, weniger Zufall. Aber ich finde, ein Zufall gerade extrem nice. Ich finde es voll geil, dass ich jetzt wirklich, wir sind jetzt wirklich 13 Minuten oder 14 Minuten vorm Ende und ich weiß nicht, wer gewinnt. Überlegt, ob es einen Stopp geben wird. Das ist doch eigentlich gut. Jetzt hat der Typ gerade gesagt, jetzt gleich Stopp legen. Das ist die Chance für mich, einen LKW-Fahrer zu fragen, jemanden Deutsches zu treffen oder whatever, aus Luxemburg, irgendein Auto, was mich noch weiter bringt als Dijon heute. Krass. How long we have break? 20 minutes? 20 minutes. Okay. Cool. Sorry, sir. You have no more space for to take one person, right? No. Okay. Ich würde fragen, wo die hinfahren. Nein, wir fahren nur eine Stunde, dann übernachten wir. Ach so. Ich wollte fragen, weil ich bin Leute. Ich bin auf einem Wettrennen mit ein paar Freunden. Der Wagen ist handvoll, es wird nicht klappen, leider. Kannst du mich mitnehmen vielleicht nach Deutschland? Ich spiele Platz. Kein Platz mehr, ja? Kein Platz. Ich hab's auf jeden Fall probiert. Vier Deutsche. Keiner hat Bock. So, wir sind jetzt angekommen in New York. Wir werden mal abchecken, wie hier die Situation ist. Ich bin hier. Ich fahre hier hin, nach Dijon. Von da will ich nach Nancy. Von da ungefähr hier. Ich sag mal so, ne? Hier hin und dann hier fucking hin. Da müssen wir hin. Da will ich morgen sein. Irgendwo in New York. Am Chillen. Fanta, Lemon. Wer kennt's nicht? Meinheim. Meinheim, oder? Der Sound. Ich nehme heute noch den Bus nach Dijon. Ich hoffe, dass der Busfahrer Stopp macht und ich dann auf der Raststätte bleibe. Gucken, ob ich schon Leute finde und sonst am nächsten Tag safe irgendjemand bestimmt tagsüber. Und sobald ich irgendwo in Deutschland bin, fahre ich schwarz. Und dann steige ich erst aus, wenn ich in Köln bin, weil da schon Polizei ist und irgendwas da auch steht. Dann kann ich noch bis zu dem Ziel laufen. Ich glaube, das ist der Masterplan. Okay. Hey Alice, grüß dich. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Alice, ist das eine Fanta Lemon, Knossi? Mir ist jetzt schon so lang. Weiß nicht, war das eine Fanta Lemon? Das ist bestimmt so ein Insider, dann schraffst du wieder nicht, aber... Fanta Lemon? Fanta Lemon, ja. Das ist eine Fanta Lemon. Ich kenn den Joke nicht, aber ja, das ist eine Fanta Lemon. Der Sound. Oder hat Knossi was Unanständiges gemacht mit Fanta Lemon und was anderem? Bei Seven Worlds Wild Staffel 2? Ist das ein Fanta Lemon? Weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Echt? Hat er das gesagt? Seine Flasche? Boah, ey, es kann sein, wo er würgen musste. Musste der nicht nur bei einer Kokosnuss würgen, weil die vergammelt war? Dieses. Kann ich nicht mehr erinnern, sorry. Aber ich glaub's dir einfach mal. Ey, das ist so krass. Ich habe so viel Content geballert irgendwie. Ja, er wollte davon trinken und du sagst es doch, nee, bitte nicht. Okay, kann sein. Kann sein. Mein Gedächtnis, ihr wisst es. Ich nehme heute noch den Bus nach Dijon. Dass ich aus der Busfahrer Stopp mache und ich dann auf der Raststätte bleibe. Gucken, ob ich schon Leute finde und sonst am nächsten Tag safe irgendjemand bestimmt tagsüber. Und sobald ich irgendwo in Deutschland bin,
fahre ich schwarz. Und dann steige ich erst aus, wenn ich ihn schwarz fahren darf, er nur nicht erwischt werden. Wenn der Rahmen da von Polizei ist und irgendwas da auch steht, kann ich noch bis zu dem Ziel laufen. Ich glaube, das ist der Masterplan. Oh, warte mal, ein paar Monate her, ja? Aber ich glaube, ich erinnere mich. War das so eine Plastikflasche? Ja, ist auch egal. Anyway, aber ja. Wenn irgendwas da auch steht, kann ich noch bis zu dem Ziel laufen. Gut, dass ihr so den Crossover-Content macht, Leute. Es ist crazy, wenn du dir so viele Content-Sachen anguckst oder so. Knossi musst du aufhören. Aber gut, dass du mich dran erinnerst, Dark Master Crow. Fanta Lemon, das ist jetzt safe eine Fanta Lemon, wir können verifizieren, das ist safe eine Fanta Lemon, die vorher noch zu war. Also das kann er trinken. Auf der Raststätte bleibe, gucken, ob ich schon Leute finde und sonst am nächsten Tag safe irgendjemand bestimmt tagsüber. Ich dachte eben, er snackt hier so Nudeln, so trockene Nudeln, aber... Und sobald ich irgendwo in Deutschland bin, fahre ich schwarz. Und dann steige ich erst aus, wenn ich in Köln bin, wenn da schon Polizei ist und irgendwas da auch steht, kann ich noch bis zu dem Ziel laufen. Ich glaube, das ist der Masterplan. Mir ist jetzt schon so langweilig, dass ich jetzt ein Bild malen werde, weil wir haben einen Zettel und einen Stift mitbekommen. Das Geile an diesem Block ist, dass das Papier nicht nass werden kann. Habe ich aber diese ganze Reise lang, ich glaube, einmal benutzt und es gab bis jetzt keinen Anruf. Wie, das Papier kann nicht nass werden? Das Geile an diesem Block ist, dass das Papier nicht nass werden kann. Meint er, weil er es einfach nicht benutzt, weil er es irgendwie so sehr verpackt hat? Oder gibt es wirklich legit Papier, das nicht nass werden kann? Was? Oh, mein Gehirn wird heute überfordert bei dem heißen Wetter. Es sind einfach, ich gucke auf den Tacho, 34 Grad, geil. Ich habe einen Stift mitbekommen. Das Geile an diesem Block ist, dass das Papier nicht nass werden kann. Habe ich aber diese ganze Reise lang, ich glaube, einmal benutzt und es gab bis jetzt keinen Anruf. Papier, das nicht nass werden kann. Ich bin jetzt 37 Jahre und ich kenne sowas nicht. Gibt es Papier, das nicht nass werden kann? Jetzt mache ich ein Bild. Das habe ich bestimmt 28 Jahre lang nicht gemacht. Ich hätte voll gelacht, wenn er jetzt gesagt hat, 37. Stimmt. 28 Jahre lang nicht gemacht. Kann aber überhaupt nicht malen, aber ich habe jetzt Zeit. Schauen wir mal, was es wird. Okay. Ich finde es einfach so geil, dass er sich um alles kümmert, aber nicht einfach mal checkt, wohin er fährt. Oh, Brian Picasso. So, ich bin fertig mit meinen Zeichnungen. Die Frage ist, kann er genauso gut malen wie Kollege? Das soll ich 4 Tage beschreiben. Ich kann nicht gut malen, aber lass uns das nochmal durchgehen. Währenddessen ich jetzt hier noch 6 Stunden warten muss, musst du mich ja irgendwie beschäftigen. Also hier ist mein absolutes Highlight. The Race? Ach ja, stimmt, das war ja sein... Die Palme, beziehungsweise ich kann mich dran erinnern, in den Hunde, so. Oder waren das Hunde? Egal, auf jeden Fall, ihr wisst es Bescheid. Fäkalienstelle. Wasserfester Block. Gibt auch gewisse Möbelhäuser, da kannst du deine Möbel imprägnieren lassen. Leute, was ist da los? Was? Da läuft die Flüssigkeit nur runter, ohne in den Bezug zu ziehen. Goldie, das bräuchte ich. Kannst du mir mal, zeig mir mal die Couch, bei der die Flüssigkeit nicht rein. Das wäre was Praktisches. Am ersten Abend. Die Hänge. Ist die schwarz, die Couch? Matte mit der Scheiße. Hier schön das The Race Logo. Da die Palme, die abgebrochen ist. Da im Regen das Ganze aufzubauen. Und ich habe mich am Ende rausgekriegt, dass alles voller Scheiße ist. Das war auf jeden Fall mein Highlight an dem Tag. Auch ganz viele andere Sachen, die ich auf die Fähre geschafft habe. Sonst war es aber irgendwie, kam mir das als erstes. Kommen wir zu Tag 2. Das ist eher so gedacht. Das bin ich mit dem Cordoba-Schild. Okay. Fuck, Cordoba. Weil es hat so genervt. Da musste ich dann ja auch ins Hostel und so. Also dieses Cordoba. Ich hasse Cordoba. Achso, und das bin ich übrigens mit so einer Pappe in der Hand. Ich hätte es nicht erkannt, aber der Brian hat sich wirklich sehr gut gezeichnet. Das ist, guck mal hier, das ist... komplett ich sein. Das sind hier meine Hände. Aber das sieht man auch, denke ich. Blatt 3. Ich denke, ihr alle seht es. Hier ist der kleine... Ja, und geil, ey. Auf dem Spielplatz unter diesem Kinderspielzeug da. Also unter der, wie nennt man das, eine Wippo oder dieses, ja, Spielplatzspielzeug für Kinder halt. Unten drunter, zwischen den Federn. Federpimmel und das ist das kleine... Ich hab's vergessen. Auto von dem Typen, der da morgens sauber gemacht hat.
Das war auf jeden Fall ganz witzig, da drunter zu pennen. Ja, ich hatte an dem Morgen gute Laune. Alles war super. Und ab dann hat es ja auch angefangen, dass... Du hast mir jetzt wirklich das geschickt? Imprägnierservice? Bro, okay, dankeschön. Imprägnierservice. Sich so richtig mitgenommen. Die Casting-Couch. Wurde. Ich glaube, ich habe einen Tag übersprungen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich dann am vierten Tag... Vielleicht habe ich was vergessen, wie auch immer. Ist einfach nur ein großes Danke an Susanna, die mich morgens als erstes mitgenommen hat. Konrad, der Pole, der mit mir richtig Meter geschrubbt hat. Und Sinan und seine Crew, denen ich das alles zu verdenken habe, dass ich jetzt überhaupt hier in Paris bin. Und die drei Orangen. So, nach 6 Stunden warten. Die stinkt so dermaßen, ey. Diejenige, die jetzt im Bus gleich neben mir sitzt, die tut mir jetzt schon leid. Oh, Leute, es ist jetzt 5:45. Das heißt, in 3 Stunden gehe ich zum Bahnhof rüber und dann habe ich da immer noch eine 3/4 Stunde. Alter. Das Placement, die Bauchbinde ist jetzt wirklich ein bisschen gottlos, oder? Ne, langsam wird das echt zur Geduldsprobe. Es ärgert mich auch langsam, dass ich heute Morgen einfach zu platt war. Alter, einfach L'Oreal Man Expert, Pflegeserie Hydro Extreme Sport Produkte von L'Oreal Man Expert. Es ging nicht, körperlich, irgendwo hinzugehen, um weiter zu trampen. So, es sind jetzt noch... Ich sehe schon die Editoren kichern. Ich glaube 1:40 oder so, aber ich halte es nicht mehr aus. Alter, ich saß in diesem Hotel, in diesem Eingangsbereich jetzt 15, 16 Stunden. So unglaublich, dass ich da einfach sitzen durfte oder es einfach gemacht habe. Jetzt geht's zum Bus und dann um 5 Uhr nachts komme ich in Köln an. Ich hoffe, jetzt sind irgendwelche... Deutschen bei der Bushaltestelle, dass ich mal gucken kann, wie weit der Flughafen von diesem Turm, wo das Ziel ist, entfernt ist. Weil wenn ich das in so ein französisches Handy eintippe. Oh, was ist los? Oh nein. Oh nein. Scheiße. Hallo? Na? Ich hab die gerade an. Sag mir nicht, dass jemand da ist. Oh. Okay. Ich muss sagen, das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Nein. Finde ich nicht gut. Nein. Nicht mit mir. Ah, das finde ich so schade, ey. Das ist so... Okay. Das ist nicht dein Ernst. Wir sprechen gleich. Okay. Wir haben Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir wollen es nochmal genießen, okay? Wir haben den Mr. Lawrence, wir haben den Jovan, wir haben Brian, der eigentlich relativ weit vorne ist, Dave, Paris Athen auf Wiedersehen und Daniel. Okay, krass wäre es jetzt, Daniel wäre, okay, ich bin echt verwirrt, ich weiß es einfach nicht. Ich meine, klar, wäre es jetzt naheliegend, dass Daniel gewinnen würde, aber was wäre, wenn es so beispielsweise, nee, geht es eigentlich, warte mal, er ist noch in Frankreich, Daniel ist schon in Belgien, ja, da muss er ja gewinnen, weil er kann ja nicht an, safe. Kann ja nur Daniel sein, weil er nur eine Grenze hat. Aber ich finde es wirklich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Leute, aber das finde ich irgendwie nicht so geil. Ich will mich da ein bisschen zurückhalten, aber ich hätte mir gewünscht, die hätten einfach keine Calls gemacht, hätten die Leute reinkommen lassen, dann irgendwann nach einer Zeit, halt selbst wenn eine Woche oder 2 Wochen dazwischen Pause gewesen wäre oder so, wisst ihr, was ich meine? Dann hätte ich die Jungs halt alle beisammen getrommelt, so wie bei Seven vs. Wild. Ich will eine dauernd vergleichen oder so. Aber dann würde ich einfach so sagen, let's go. Hier stellen wir uns auf und der Gewinner ist und dann verkünden. Es war klar, auf der allerletzten Strecke dauert es jetzt so lange, ey. Eieiei. Egal. Ich sag, in einer halben Stunde sitze ich im Auto. Hoffentlich. This is super, super, super kalt. Frankreich grenzt auch an Deutschland. Ja, genau, das wäre auch meine Idee. Und jetzt sind wir mittlerweile die ganzen Busse oder so fahren ja über Belgien. Wenn. Okay, gehen wir nochmal zurück. Noch ein Wenn, wenn ein Spiel. Ich liebe das gerade. Ich will mich selbst und euch ein bisschen etchen, ehrlich gesagt. Weil es ist ja jetzt so, dass wir in den letzten Zügen sind. Das ist nicht dein Ernst. Okay, pass auf. Pass auf, was wäre möglich? Wir machen jetzt Geografieunterricht, okay? Jovan hätte nochmal die Möglichkeit, weil er könnte jetzt hier rüber sneaken. Rein theoretisch, das funktioniert nicht, weil hier ist eine Grenze, das wäre ein Safe 2. Also hier, Laurenz ist definitiv raus. Jovan könnte es noch machen. Ich tippe einfach auf Daniel. Na klar, auf der allerletzten Strecke dauert es jetzt so lange, ey. Eieiei. Egal. Ich sag...
In einer halben Stunde sitze ich im Auto. Hoffentlich. This is super, super, super kind. But thank you very much. This is super kind. You're saving my life, for real. Because of you, I can win the race. It's 5 days that I'm on the road. Okay. Oh, wow. Yeah. Chocolates from Easter. Really? That's super kind. Oh, nice. This is cool. Okay, friends. Wir sind einfach in unserem allerletzten Ride. 22 Minuten bis Köln. Nette Family hat mich mitgenommen, die aus Frankreich nach Bonn fahren und sogar mitten durch Köln fahren, also mich direkt am Ziel dort rauslassen. Es ist so surreal irgendwie. Ich freue mich auch nochmal, aber es ist so komisch irgendwie jetzt, nach 5 Tagen auf der Straße, jetzt einfach anzukommen. Das ist verrückt. Ich bin ehrlich gesagt voll traurig gerade. Ich gönn's ihm, ich liebe Daniel, ihr wisst es, ich bin Fanboy. Ich werde gleich in seine DMs leiden und werde ihm gratulieren, wenn's so ist. Aber ich hätte mir, jetzt bin ich irgendwie drin, jetzt bin ich heiß, ich will mehr Content von The Race. Ja, als Moment in meinem Leben. Ich bin jetzt ready. Das ist so weird. I think this over there is already the tower, right? Ich glaube, das ist das größte Kompliment für ein Format, wenn jemand sagt, ich will noch mehr, ich bin noch nicht satt, ich bin noch nicht satt. Shit, okay. Yeah, he is perfect. Thank you so, 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 so much. Wow. Yeah, I'm really excited. Okay, thank you very much. Bye bye, ciao. Here we go. Shit. Thank you very much. Here we go. Ey, krass, guck mal, so ein paar, ich schwör's euch, wartet auf die 5. Staffel oder die 3. oder die 4. oder so, dann ist ja ein ganzes Stadion, die machen die so einen Ironman-Einlauf, Feuerwerke explodieren, Pyro-Show, Rammstein-Show ist ein Scheißdreck dagegen, die ballern die Pyros raus, 1000 Leute, 10.000, 100.000 Leute, übertreib doch, Bro, so stelle ich mir das vor. Wir waren dabei, ganz klein, irgendwann, ich call's, wird das Ding the race, die machen noch einen Stadion-Einlauf, krasser als bei jedem Ironman. Du bist der Gewinner von The Race Staffel 1. Hier ist dein Gewinn, 25.000 Euro. Viel Spaß. Was? Der stimmt eigentlich. Warum denkt der, ich würde jetzt, oh, safe, stimmt. Stimmt, Luva, Shoutout an dich. Warum ist Dave schon da? Ey. Ich sag mal so, ne? Das ist schon episch. Und ich gönn's Daniel so. Daniel. Herzlichen Glückwunsch, du bist der Gewinner von The Race Staffel 1. Hier ist dein Gewinn, 25.000 Euro. Viel Spaß. Ich bin disqualifiziert. Ich bin disqualifiziert. Das ist absolut surreal, Leute. Ey, wirklich crazy, fucking crazy. Ey, danke nochmal für alles, ne? Für die Einladung, für die alles. Ey, das ist so geil, gell. Ich meine, guck mal, das irgendwo auf der Hundewiese in Köln oder so. Nach über 2500 Kilometern, 5 Ländern, 4 Nächten und unzähligen hilfsbereiten Menschen auf dem Weg, wow, trifft Daniel als erster im Ziel ein, ohne dabei auch nur einen Cent der zur Verfügung gestellten 50 Euro genutzt zu haben und erhält somit die volle Gewinnsumme von 25.000 Euro. Damit. Ey, Chris, vielen lieben Dank für deine 100 Bits. Liebe geht raus. Dankeschön, Dankeschön. Imagine, er gibt einfach gar nichts aus. Imagine wirklich, er gibt einfach gar nichts aus und rasiert so durch, ey. Das ist krass. Im Ziel ein, ohne dabei auch nur einen Cent der zur Verfügung gestellten 50 Euro genutzt zu haben und erhält somit die volle Gewinnsumme von 25.000 Euro. Jeder Euro, den er ausgegeben hätte, um schneller voranzukommen, hätte die Gewinnsumme also um 500 Euro geschmälert. Da das aber nicht passiert ist, gewinnt Daniel den maximalen Betrag. Abseits der unheimlich langen Reise unserer Teilnehmer war es auch für uns als Team das erste Mal, eine solch große Produktion zu leiten.
was dabei alles passiert ist, wie wir dazu gekommen sind und wie so eine Produktion eines so großen Formates funktioniert, erfahrt ihr in kommenden Behind-the-Scenes-Folgen. Vergesst also nicht, den Kanal zu abonnieren, um all das nicht zu verpassen. Aber wir sind noch nicht fertig, Leute. Geil. Also, es kann nur einen Gewinner geben. Und auch für alle anderen endet die Reise genau hier. No way. Ich kann's nicht glauben. No way. Wow. Wer hat gewonnen? Stark. Sehr stark. Ey, ich hab's so erwartet. Daniel hat's geschafft. Herzlichen Glückwunsch an Daniel. Oh. Daniel ist da. Das gibt es nicht. Ey, ich freue mich für ihn. Aber das kann nicht wahr sein. Es ist vorbei. Leute, das war The Race 2024. Jetzt stehe ich hier in Paris. Gleich wäre mein Bus gekommen. Es ist einfach, that's life. 17.000 Euro Zugticket von Dave ist auch geil. Komm mal, ich nehme euch hier mit rein. Ich nehme euch noch mit rein, ihr lieber Chat, ihr Süßen hier. Das Zimmer, das heißt, das Zimmer von Brian war 22.500 Euro wert. Was? Ohne Fenster? Fun Fact Chris, Brian hätte durch das räudige Hotelzimmer 22.500 Euro Gewinn verloren. Imagine. Und der Rest, ey. Jetzt mal ohne Witz, stellt euch mal wirklich vor, Leute. Das ist krass. Stellt euch vor, das wäre ein teures Hostel gewesen. 22.500 Euro? Alter. Also, ich sag mal so, das Ding ist ja, Brian wäre ja grundsätzlich nicht, hätte er nicht gewonnen, weil er dir die zwei Ländergrenzen geballert hätte. Ne? Also der wäre ja jetzt wirklich hier noch, disqualifiziert, weil er hätte ja die zwei Ländergrenzen gemacht, oder? Also wenn er es nicht vorher gemerkt hätte, meine ich, hätte er vielleicht unter Umständen disqualifiziert werden können. Brian's Hotelzimmer, ja, Dave Zugticket 17.000 und Brian's Hotelzimmer 22.000. Das wäre teuer gewesen. Ich saß 16 Stunden im Eingangsbereich. Wenn ich jetzt da reingehe und sage, ich hätte gern ein Zimmer, dann gucken die mich an wie sonst was. Ich werde auf jeden Fall das Geld, was Sinan bezahlt hat, ich kann ihm das nicht zukommen lassen, aber ich werde es für eine sehr wichtige, coole Sache spenden und noch einen draufpacken. Wow. Es ist vorbei. Heftig. Daniel, mega. Du alte Rakete, ey. Ich freue mich irgendwie, dass es vorbei ist und irgendwie auch nicht. Ich habe bis eben gedacht, weil ich keinen Anruf bekommen habe, ich gewinne. Das war's. Was für ein Projekt, ey. Tschüss. Ich hab dich so vermisst, Janja. Ich hab dich so vermisst. So krass wahrscheinlich alles gewesen. Guck mal, du bist in Lyon. Ich hab dir heute eine Postkarte geschrieben. Baby. Ich bin so glücklich irgendwie, dass es vorbei ist. Ich bin ganz ehrlich, ich freue mich so, dich einmal wiederzusehen. Rennen ist zu Ende. Daniel, ich gönn's dir von Herzen. Krass. Ich bin einfach gerade auch wirklich froh, dass es vorbei ist. Wow. Baby. Ich bin am Leben. Ich bin in Bilbao. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Das ist das Wichtigste. Wow. Oh. Hallo, Bett. Ich hätte Brian auch wirklich gegönnt, definitiv. Ich hätte es eigentlich auch jedem gegönnt. Ich hätte selbst auch Jovan gegönnt, bin ich auch ganz ehrlich. Ich finde, bei so einer Pilotstaffel, um erstmal so das Wasser, so die Füße ins Wasser zu halten, zu gucken, wie funktioniert sowas, why not? Ich fand es ganz cool. Ich finde es auch ganz cool, dass wir unterschiedliche Charaktere hatten und jeder hatte so seinen eigenen Standpunkt beziehungsweise seine Möglichkeit, irgendwie da ranzugehen, zu sagen, eine persönliche Note, wie macht man sowas? Der eine will sich traden, der andere will halt fragen, so. Ich bin irgendwie, trotzdem freue ich mich für Daniel auf jeden Fall. Das war mein Favorit von Anfang an. Man kann es ja auch sagen, wenn man wirklich jemanden so besonders mag. Daniel habe ich besonders gemocht. Brian, glaube ich, Brian nimmt es so emotional auch mit. Also er ist nach außen vielleicht so ein knuffiger Teddy, aber ich glaube, er denkt da die ein oder andere Nacht noch drüber nach. So nicht, Alter. Wenn ich gleich schon losrenne, ich muss das unbedingt mal hier machen. Oh, und ich werde gleich was essen gehen. Und ich werde ein Bier trinken. Und ich werde mir einen wichsen, Alter. Scheißegal.
Ich bin durch. Okay, hype Ryan. Ey. Ja, machen wir uns jetzt nach Europa. But no man. I have no man. Really? Just like that. I pay you a taxi. What? You're a motherfucker, my friend. Ich hab ein Ticket. Es geht nach fucking Spanien. Yeah. Scheiße, wie soll ich das denn machen? I made it! Oh Mann. Es macht richtig Bock. Es macht ohne Scheiß richtig, richtig Bock. Ryan! Ryan hat's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich glaube, ich gebe jetzt mal 20. Wie geil war das denn gerade? Hallo, guys. Mein BlaBlaCard angenommen. Danke. Ich hab sowas von keinem Bock mehr. Ich weiß gerade echt nicht, was ich anders machen soll. Ich liege in Scheiße und es pisst und es windet. Was für ein Segen. Ich habe einfach ein komplettes Abendessen bekommen. Wie geil ist das denn? Warum ist das Wetter denn so, Alter? Wow. Ich hab's jetzt mir richtig besorgt. Komm mal. En serio. Ey, das zieht richtig runter. Das ist gerade richtig demoralisierend. Ich habe es Real Talk einfach verkackt und jetzt bin ich raus. Ich habe wieder einen unglaublich starken Glauben an mich selber. Ich habe es aber so weit geschafft. Das ist halt fucking Race. Yeah, Van Daniel, mein Boy. Mein Boy hat's geschafft. Yes. Claps. Geil. Richtig geil, Leute. Richtig, richtig geil. Voll durchgezogen, so richtig durchgezogen. Ey, Gratulation wirklich, wirklich, wirklich an den guten Daniel, der dir richtig unlockt hier. Der ist ja wirklich eskaliert, aber auch an alle Teilnehmer. Respekt an jeden, der da mitgemacht hat. So mega krass, mega cooles Format. Also mir hat es gefallen, ich glaube im Chat auch. Ich glaube, wenn da noch in die ein oder anderen, wenn es zwei Behind-the-Scenes gibt, so, why not? Aber das war auf jeden Fall safe. Wow. Besser hätte das, glaube ich, die erste Staffel nicht enden können. Geil, geil, geil. Ich will auf jeden Fall die zweite Staffel haben. Wir werden auf jeden Fall die zweite Staffel gucken. Meine Freunde, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich sag adios. Gratulation nochmal an den guten Daniel, an alle. Das war wirklich richtig, richtig schön. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dankeschön fürs Zuschauen, meine Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Video. Bis dann. Euer Adi. Ciao, ciao.